Herzlich willkommen zum dritten Vortrag in diesem Block. Der Michael Schulz hat uns ja am Mittwoch versprochen, dass er beweisen wird, dass die Stadt Freiburg Open Source einsetzt. Das kann er jetzt live tun. Er wird uns jetzt in einer Fallstudie erklären, wie man Web Processing Services in Geodaten, in kommunalen Geodateninfrastrukturen einsetzen kann. Ja, vielen Dank. Oh, ein bisschen weiter weg. Willkommen nochmal zum einem der letzten Vorträge auf der FOSGIS. Heute ist ja auch schon der letzte Tag leider. Ich stehe hier jetzt eigentlich nur stellvertretend für meinen Kollegen Gunnar Ströer, der eigentlich diesen Vortrag halten wollte und ihn eigentlich auch natürlich inhaltlich vor allem komplett erstellt hat. Das heißt, ich bitte so ein bisschen Nachsicht, wenn ich nicht zu jeder Folie die gesamte Tiefe Ihnen bieten kann, die er hier gebracht hätte, aber wir versuchen es einfach mal. Es ist jetzt ein Thema, bei dem ich auch ein bisschen beteiligt war. Letztendlich ist es vor allem das Thema seiner Masterarbeit, die er gemacht hat. Es geht dabei um das Thema Web Processing Services, also ein OGC-Standard. Und wir wollten oder er wollte damit vor allem erstmal schauen, lohnt sich denn der Einsatz von Web Processing Services für eine kommunale Geodateninfrastruktur? Da komme ich nachher nochmal drauf, warum WPS vielleicht ein bisschen spezieller ist als andere OGC-Standards. Ich möchte euch also ein bisschen was über die WPS Basics sagen, ein bisschen den Inhalt dieser Frage diskutieren, lohnen sich WPS-Services für kommunale GDIs? Wir werden das, oder er hat das an einer ganz konkreten Fallstudie dann eigentlich versucht umzusetzen. Und da werde ich ein bisschen was zu seiner Implementierung und zu den Ergebnissen dann dazu sagen. WPS ist ein OGC-Standard, gibt es schon eine ganze Weile, ist mit Sicherheit aber einer der Standards vom OGC, die jetzt weniger stark adaptiert worden sind, weil ihr die Spezifikation auch deutlich abstrakter ist als zum Beispiel WMS oder WFS. Der WPS steht hier, ist jetzt, einige der Sachen sind auch auf Englisch, weil er hat diesen Vortrag auch in einer ähnlichen Variante bei Unigis gehalten. Deswegen sind ein paar Sachen auf Englisch. Das OGC versteht also unter einem WPS die standardisierte Schnittstelle, um räumliche Prozesse miteinander zu verknüpfen und über diese standardisierte Schnittstelle sozusagen das Auffinden und das Ausführen dieser Prozesse zu ermöglichen, die dann von irgendeinem Client, sei es jetzt ein Web-Client oder auch ein QGIS zum Beispiel, aufrufen würde. Das grundlegende Prinzip von WPS ist, dass es eben jetzt diese drei unterschiedlichen Aspekte gibt. Ich habe also einen WPS-Client, der einen Aufruf macht. Ich habe einen WPS-Server, sagen wir mal, also der in der Mitte sitzt, der die Anfragen entgegennimmt und der selber aber wieder die Ausführung der einzelnen Prozesse eventuell nochmal an eine dritte, an einen entfernten Dienst weitergeben kann. Und diese rote, rosaliche Spalte, die Processing Components, die hat er jetzt nochmal unterteilt. Natürlich gibt es ganz klassische räumliche Operationen, die man da durchführen kann, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Ja, das kann also im Prinzip jede spezielle Funktion, die in so einem Prozess gekapselt werden kann, kann darüber auch dann aufgerufen werden. Wenn man sich, also viele der OGC-Standards haben ja, folgen ja so einem ganz klaren, immer möglichst gleichbleibenden Konstrukt, wie die Anfragen hin und her geschickt werden. Das macht auch der WPS, also der, das ist jetzt noch, ich glaube, grundlegend eher auf dem WPS 1.0 basierend. Und natürlich, wie bei allen, gibt es Standard-Get-Capabilities-Abfrage. Das heißt, da kann der WPS erstmal sagen, was kann ich denn überhaupt machen? Welche Prozesse biete ich an? Das heißt, ein Prozess würde jetzt zum Beispiel ein bisschen wie ein WFS-Feature-Type oder WMS-Layer entsprechen. Ja, also welche Layer habe ich überhaupt? In dem Fall, welche Prozesse habe ich? Und dann kann man einen einzelnen Prozess noch
spezielle Abfragen, Describe Process heißt es dann. Das heißt, da würde ich quasi die Infos zu einem speziellen Prozess bekommen. Die brauche ich natürlich, weil so ein Prozess, der kann ja Inputs und Outputs haben und diese Inputs und Outputs werden in so einem Describe Process dann tatsächlich beschrieben. Und ganz am Ende gibt es dann noch die Execute-Funktion, die sozusagen das wirkliche Ausführen des Prozesses initiiert. Also, das waren die Pflichtoperationen. Es gibt noch ein paar andere, aber wir beschränken uns jetzt mal auf die Pflichtoperationen. Der WPS, ich habe es gerade schon gesagt, das Execute, kann mit Inputs und Outputs umgehen. Es gibt dazu unterschiedliche Typen von Inputs und Outputs. Also man kann ganz einfache, ein Typ heißt zum Beispiel Literal Data, da kann ich also einfach einen Wert eingeben, also eine Zahl, 1 oder ein String. Ja, ist also ganz einfach. Spannend wird es natürlich dann, wenn es um sogenannte Complex Inputs geht. Da kann ich im Prinzip erstmal alles irgendwie in den WPS reingeben, sei es eine URL, der WPS wird dann versuchen, diese URL aufzulösen. Es könnte zum Beispiel eine WFS-URL sein, die wird ihm also irgendeinen Vektordaten zurückliefern. Es kann aber auch ein komplexer Input sein, eine GML-Struktur, die innerhalb des Execute-Bodies quasi mitgeschickt wird. Da ist man dann sehr frei. Das Gleiche gilt genauso für die Outputs. Bei den Outputs kann der WPS entweder die Ausgabe sozusagen ohne irgendeinen Header außenrum wieder zurückgeben. Das wäre dann zum Beispiel so, wenn man ein Bild bekommt, dann könnte man das Bild direkt darstellen im Browser oder sowas. Oder er kann es eingekapselt in eine richtige Antwortstruktur geben, auch zum Beispiel mit einer URL, wo das Ergebnis abgelegt worden ist. Wir hatten es heute Morgen bei dem anderen Vortrag von dem Kollegen mit dem Function as a Service. Auch hier ist das Thema synchrone und asynchrone Ausführung. Wenn man sich vorstellt, ich habe einen Prozess, der berechnet mir so als Standard-Testprozess, macht mir immer vielleicht so, ich gebe eine Zahl ein, ich gebe eine zweite Zahl ein und ich kriege das Ergebnis, also 1 plus 2, 3, dann geht es sehr schnell. Da mache ich also eine synchrone Ausführung, weil ich schicke die Anfrage ab und warte direkt auf das Ergebnis, synchrone Abarbeitung. Bei einer asynchronen Abarbeitung, was wir nachher auch im Fallbeispiel haben, da ist es natürlich so, ich muss vielleicht große Datenmengen übertragen oder ich übergebe eine URL und diese URL muss große Datenmengen erst abrufen. Da will ich als Anwender natürlich nicht darauf warten, bis der fertig ist mit der Prozessierung, sondern dann kriege ich quasi gleich zurück von dem WPS-Server die Antwort, okay, die Ausführung ist gestartet und sobald die Ausführung beendet ist, findest du an dieser URL, dann wird eine URL mit zurückgeschickt, findest du das Ergebnis. Und das ist dann die asynchrone Ausführung. Der bietet auch die Möglichkeit dann, also so Prozentangaben, wie fertig ist der Prozess, das kann man immer, man kann die URL, die Ergebnis-URL immer wieder aktualisieren und bekommt dann quasi die Info, okay, 10% fertig, 20% fertig. WPS hat von Anfang an sehr großen Wert darauf gelegt, weitere Protokolle zu unterstützen, nämlich zum Beispiel SOAP oder auch Whistle, um die Einbindung in andere Workflow-Engines vor allem zu ermöglichen. Ja, also WPS selber ist ein Teil, hat einen bestimmten Aspekt von Workflow-Orchestrierung. Wenn es aber komplexer wird, dann bietet es sich eigentlich eher an, auf eine andere Workflow-Engine zu gehen. Und der WPS-Server unterstützt quasi die ganz normalen Standard-OGC-Anfragen und er unterstützt aber auch zum Beispiel eine Whistle-Anfrage und gibt seine Prozesse auch in diesem Protokoll raus. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich so ein abstrakter WPS-Server auch für eine kommunale GDI? Er hat dann eben in der Arbeit das bisschen untersucht und zwei Sachen sind so ein bisschen rausgekommen. Zuerst ist, dass es aktuell noch nicht einfach in der wirklich breiten, im breiten Einsatz ist, meist von internationalen Forschungseinrichtungen eingesetzt wird. Das kann ich bestätigen. Ich habe auch da schon mal gearbeitet und mit WPS gearbeitet. Da macht es irgendwie noch mal ein bisschen mehr Sinn, weil man wirklich auch räumlich verteilt sitzt. Viele sitzen dann auch auf ihren Daten und vielleicht auch auf ihren Modellen, weil da geht es natürlich eventuell tatsächlich um die Anbindung von irgendwelchen Berechnungsmodellen. Und die kann man nicht so einfach irgendwo hingeben, aber man kann natürlich eine Schnittstelle über ein WPS nach außen bieten.
Aktuelles Thema ist auch, dass das Registrieren von WPS-Diensten anscheinend nicht so häufig stattfindet, zum Beispiel in Katalogdiensten, und man deswegen gar nicht so viele tatsächlich auch finden kann über Geodatenkataloge. Eine These, die wir letztendlich da haben, ist, dass WPS vor allem mit einer offenen, also auch nicht unbedingt Open Source, aber zumindest mit einer offenen Geodateninfrastruktur funktioniert oder Sinn macht, im Gegensatz jetzt zu einer komplett abgeschlossenen proprietären Infrastruktur, wie jetzt, was weiß ich, der komplette Produktstack von Esri. Ja, da habe ich natürlich ganz viele Funktionen und die Tools arbeiten sowieso miteinander. Wenn ich mich in der Welt bewege, dann ist die Frage, ob so ein Service Sinn macht. Aber in einer offenen Geodateninfrastruktur, wo ich ganz viele verteilte Dienste habe, da kann es durchaus Sinn machen, diesen Lösungsweg über ein WPS zu gehen. Hier mal nochmal einfach die Struktur von unserer Freiburger GDI und der WPS kann sich da eben ganz gut mit einbinden. So, für die Fallstudie war jetzt so ein bisschen der Punkt, wie kommen wir denn an einen guten Anwendungsfall? Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, weil ich meine, die ganzen Beispiele, die man immer findet, das war, wie gesagt, das besprochene 1 plus 1 oder 1 plus 2. Das heißt, wir wollten eigentlich was finden, wo wir eine räumliche Fragestellung mit einer nicht räumlichen Komponente irgendwie verbinden können. Es wäre schön, wenn die Herkunft der Frage nicht aus unserem klassischen Geobereich käme. Im Normalfall wäre es gut, wenn die Leute, die damit arbeiten, eigentlich jetzt keine GIS-Experten sind. Und die Frage sollte eine notwendige Komplexität aufweisen. Und es wäre natürlich schön, wenn es für die Aufgabe bisher noch keinen existierenden Workflow gibt. Dann war natürlich noch ein Aspekt, ist, wenn ich das Ganze bewerten will, dann muss ich natürlich auch irgendwie noch eine Messbarkeit der Ergebnisse im Auge haben. Also da hat man sich dann so ein paar Sachen angeschaut, wie zum Beispiel das Thema eben Datenabgaben. Kann man das irgendwie automatisieren? Häufige Funktionen wie Verschneidung von Flurstücken mit Adressen, solche Sachen. Geocoding, Reverse Geocoding. Waren alles so sehr geolastige Themen, die wir dann fanden, nicht so spannend waren und vielleicht auch nicht diese Anforderungen von vorher erfüllten. Und wir haben uns letztendlich, sind wir auf diesen Punkt gekommen, als wir mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz zusammensaßen und hier in Freiburg, dem Fraunhofer Ernst-Mach-Institut, dass das Thema Kampfmittelbeseitigung und Evakuationsradien und die Berechnung dieser Evakuationsradien eigentlich ein ganz spannender Punkt ist, weil er im Prinzip eine Vielzahl von verteilten Verantwortlichkeiten hat. Man sieht es mal hier auf diesem Ablaufschema. Es gibt erstmal eine grundlegende Verteilung an Aufgaben in die lokale Behörde und in übergeordnete Behörden. Ja, also der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vom Land. Dann gibt es innerhalb der Stadt unterschiedliche Verantwortlichkeiten, auch Datenhoheiten. Also das ganze Thema Adress-Melderegister liegt halt bei einem Amt. Die andere Sache ist das Amt für öffentliche Ordnung, die dann wirklich diese Anordnung als Polizeibehörde wahrnimmt, wenn es um die Evakuierung geht. Also da ist schon mal eine verteilte Aufgabenstellung gegeben. Und wir haben uns also einen schönen, gut ausgegangenen Kampfmittelbeseitigungsfall rausgesucht, der vor 3 Jahren, ziemlich genau 3 Jahren eigentlich, nee, 4 Jahren, hier in Freiburg ganz in der Nähe war, in der Klarastraße, auf der anderen Seite von der Bahnlinie. Dort wurde eine Fliegerbombe gefunden, 300 Kilo knapp. Und es war also die Frage eben, wie man das, wir haben das jetzt quasi nachgespielt. Beim damaligen Zeitpunkt hat man einfach das ganz normal gemacht. Man sieht jetzt mal hier, kann man sich ungefähr vorstellen, wir sind jetzt ungefähr hier. Da sehen Sie die Maus, also außerhalb der Karte, ja, da ist ungefähr das Naturwissenschaftliche Institut, hier ist der Bahnhof und auf der anderen Seite des Bahnhofs war diese Fliegerbombe gefunden. Und das war jetzt mal der Evakuierungsradius, das machen die dann eher so Pi mal Daumen, also so grob 300 Kilo, 300 Meter. Und dann wird halt geguckt, welche Adressen liegen da drin. Aktuell lief es halt noch sehr analog, da wird dann wirklich eine Karte ausgedruckt, da wird dann was draufgemalt, das wird dann irgendwo hingesandt, also war noch ist eine sehr analoge Variante. So, in unserem Fall, da haben wir jetzt einfach hier nochmal die einzelnen Komponenten, die jetzt hier mitspielen und da ist besonders spannend natürlich der Punkt hier unten, also das sind quasi unsere internen Ressourcen, die wir haben, Tools, Datenbanken, die Daten überhaupt.
Dann unser Web Processing Service, der in der Mitte steht und unterschiedliche Funktionen bereitstellt. Wir haben dann letztendlich die Alarmierungskette an den Katastrophenschutz, die Ordnungsbehörde. Und hier unten haben wir eigentlich das ganz spannende außenstehende Berechnungsmodell. Das ist nämlich der Apollo Blast Simulator. Das ist also die Software vom Fraunhofer Ernst-Mach-Institut. Und dieser Apollo Blast Simulator ist jetzt sozusagen eine, ich weiß schon gar nicht mehr, also ich glaube in Fortran geschriebene Computational Fluid Dynamics Tool, um die Druckwellenverteilung zu modellieren. Ist auch, hat natürlich eine räumliche Komponente, ist aber jetzt nicht georeferenziert, sondern arbeitet quasi in einem 0-0-0-basierten Voxelraum. Da sieht man also schon, es ist, hat nicht eine räumliche Komponente, aber die Übergabe der Daten ist schon nicht so ganz trivial. Und was letztendlich passiert, man sieht das hier an diesem farbigen Bild, im Prinzip werden basierend auf dem Gebäudemodell unterschiedliche Druckstärken errechnet. Also an welcher Stelle tritt welcher Überdruck auf, und an diesen Kennzahlen, die auf der anderen Seite sind, da sieht man dann auch, welche unterschiedlichen Materialien sind quasi mit welchem Druck sozusagen betroffen. Also wie bekommt es Beton ab, wie bekommt es Sicherheits- oder normales Glas ab? Ja, wir haben also beschlossen, wir machen zwei Prozesse letztendlich, also zwei grobe Stränge. Das eine ist, wir machen eine schnelle Vorselektion im Falle, dass was ist, dann, damit man schnell die Adresslisten bestimmen kann. Das ist also ein Prozess, der braucht erstmal einfach nur den Punkt, wo ist das Kampfmittel gefunden worden. Und man braucht eine grobe Schätzung, wie schwer ist es. Dann hat man hier letztendlich einen kleinen Prozess, der einem am Ende rausgibt, welche Adressen sind betroffen, wie viele Einwohner sind da wahrscheinlich drin. Und diese Sachen werden letztendlich automatisch dadurch erstellt. Der zweite Punkt, das ist quasi das, was parallel letztendlich angestoßen wird. Da geht es nämlich jetzt darum, sozusagen auf detaillierteren Informationen die Informationen zusammenzubringen, die der Apollo Blast Simulator für die tatsächliche Berechnung braucht. Der braucht nämlich wesentlich mehr Informationen. Einerseits braucht er mehr und genauere Informationen über den Kampfmittel. Und dann braucht er auch wesentlich mehr Informationen. Er braucht ein 3D-Stadtmodell, er braucht ein Geländemodell, er braucht, was braucht er noch alles? Naja, lassen wir es mal da dabei. Also er kriegt so eine Konfigurationsdatei, und die wird quasi dann dorthin geschoben. Und dann rechnet der Prozess, und das kann durchaus auch länger dauern. Also da sind wir dann eher so in der Berechnung von halbe Stunde bis mehrere Stunden. Also ein typischer asynchroner Prozess. Und er liefert dann letztendlich dieses Verteilung der Druckwellen liefert er wieder zurück. Hier jetzt einfach nochmal die unterschiedlichen Unterprozesse, die sozusagen in diesem Gesamtkonstrukt definiert wurden. Will ich jetzt gar nicht so arg tief drauf eingehen, weil das dann doch sehr spezifisch für den Apollo Blast Simulator ist. Wir haben das Ganze implementiert mit PyWPS, auch ein WPS, Open Source WPS Projekt, was es schon relativ lange gibt. Habe ich früher auch mal mitgemacht bei denen. Und das bietet sich einfach an, weil es wirklich total einfach zum Aufsetzen ist, keine großen Abhängigkeiten hat. Mit Python, auch GDAL-Anbindung kann man sehr gut letztendlich arbeiten. Genau, das sind jetzt einfach nochmal die Prozesse, die, wie sie letztendlich in dem WPS-Prozess definiert worden sind. Und ja, also die Schwierigkeit ist natürlich immer, wenn man das jetzt bewerten will, ist es sinnvoll, sowas für eine Kommune einzusetzen oder nicht, dann ist natürlich die Abgrenzung dieses Prozesses und die Wiederverwendbarkeit, das ist natürlich eine schwierige Sache. Das heißt, dieser Evakuierungsfall kommt nicht so häufig vor, aber bestimmte Komponenten, die sozusagen innerhalb dieses Prozesses stattfinden, die kommen schon deutlich häufiger vor, und die könnten wir dann auch letztendlich weiter verwenden. Nur mal so zum Ergebnis, was passiert, wenn man also den Prozess abgeschickt hat, dann bekommt man das Ergebnis zum Beispiel im QGIS wieder rein. In dem Fall werden also alle Gebäude zurückgeliefert, es werden alle POIs, die davon betroffen sind, zurückgeliefert. Es gibt auch noch eine Klassifizierung nach kritischen POIs. In dem Fall sieht man es einfach mal, das ist quasi der 300-Meter-Radius, der dort genommen wurde, und dann werden einfach die,
Gebäude zurückgeliefert. Im Prinzip wäre man früher hergegangen, hätte all diese Adressen und diesen Umkreis evakuiert. Mit der Berechnung durch den Apollo ist man jetzt auf so ein natürlich anders geformtes Ergebnis gekommen. Ich wechsle mal einfach noch mal kurz hin und her. Das rote Dreieck ist der Bombenfund, ja, das ist also hier. Das heißt, wir befinden uns hier in einem deutlich kleineren Bereich, den wir dann eigentlich hätte evakuieren müssen. Man hat also hier, das Ergebnis war letztendlich, dass man um 71% die Fläche und natürlich entsprechend die Anzahl an Häusern hat reduzieren können. Vielleicht einfach nochmal so ein paar Ergebnisse. Hier sind jetzt quasi sozusagen die Betroffenheit unterschiedlicher Materialien von einer möglichen Explosion. Auf der einen Seite normales Glas, das nächste auf der anderen Seite ist also eine Trommelfellverletzung. Oder hier bis hin zur letalen, Lebensgefahr. Ja, letztendlich sind wir da drauf gekommen, dass für solche komplexen Anwendungen die WPS-Nutzung durchaus sinnvoll sein kann, vor allem, weil man komplett externe Prozesse und Modelle in seinen eigenen Workflow mit einbinden kann. Wenn ich sowas, jetzt zum Beispiel, deswegen steht hier die Spalte Skripte, wenn ich sowas skripten will, dann wird es natürlich sehr schwer und sehr schwer handelbar. Ja? Der WPS bietet da eigentlich einfach wieder so eine Abstraktionsebene, die das Verknüpfen von diesen unterschiedlichen verteilten Modellen oder Prozessen möglich macht, bietet eine sehr schöne Schnittstelle dafür, genau. Wir gehen eigentlich davon aus, nach der Arbeit, dass wir für WPS-Prozesse auf jeden Fall Anwendungsfälle finden und haben können und eine Wiederverwendbarkeit durchaus sichtbar ist. Vor allem können wir auch eine Komplexität letztendlich von so einer Prozesskette eigentlich ziemlich gut verstecken vor einem Anwender, der damit eigentlich nicht so viel mit der Komplexität zu tun hat. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Es kann kompliziert sein, sensible Daten zum Beispiel in so einen Prozess einzuspeisen. Es kann aber auch ein Vorteil sein, weil natürlich der Prozess das letztendlich im Hintergrund auch selber machen kann und vielleicht gar nicht die Berechtigung des Benutzers, der den Prozess ausführt, dann in dem Fall das Entscheidende ist. Ja, ich würde mal sagen, lass es mal hier und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage. Ich hoffe, ich konnte dem Gunnar sein Anliegen halbwegs rüberbringen und natürlich auch weiterhin für die Nutzung von WPS ein bisschen werben. Es ist also auf jeden Fall eine spannende Sache, vor allem mit den neuen Sachen, die es jetzt gibt, auch mit der OGC-API, das heißt die Verwendung von WPS mit REST-APIs und mit JSON-Ergebnissen. Da kann man natürlich jetzt, vor allem wenn man es im Browser macht, deutlich besser umgehen. Das ist alles noch XML-basiert, ist ein bisschen komplizierter. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Hat jemand eine Frage an Michael Schulz? Also ihr habt ja diesen Anwendungsfall schon sehr gut ausgearbeitet. Soll das auch mal wirklich benutzt werden oder bleibt das eine Fallstudie? Nee, das soll wirklich benutzt werden. Wer sich vielleicht erinnert, es gab, glaube ich, vor 2-3 Monaten einen Fall in Düsseldorf oder Dortmund, wo eine Fliegerbombe gefunden wurde, wo also deutlich größer, wo auch ein relativ großer Evakuierungsradius durchgesetzt wurde. Tatsächlich war es so, auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst Nordrhein-Westfalen arbeitet mit dem Fraunhofer EMI zusammen und hat auch dort diese Apollo Blast Simulator Geschichte eingesetzt. Und es gab dort etliche Fälle, wo sozusagen der Evakuierungsradius so eingegrenzt werden konnte, dass bestimmte Sachen nicht evakuiert werden mussten. Zum Beispiel ein Krankenhaus, glaube ich, war da dabei, wo man dann vielleicht Patienten nur innerhalb des Krankenhauses auf eine andere Seite umlegen musste und aber jetzt nicht Intensivpatienten oder solche Sachen irgendwie wirklich rausbringen musste. Also das ist schon wirklich im Einsatz. Unser Fokus war das Thema WPS. Der Einsatz der Software ist schon ganz klar. Also wir sind da auch noch dran, mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz das wirklich auf die Beine zu stellen. Ja. Danke. Gibt es noch Fragen? Dann vielen Dank nochmal an Michael Schulz für diesen schönen Vortrag.